Willkommen bei Die Rätsel der Sphinx. Eine Sphinx repräsentierte ursprünglich einen König oder eine Königin. Der menschliche Kopf mit den Insignien des Pharaos wurde verschmolzen mit dem Körper eines Löwen und erhielt so dessen Eigenschaften. Seine Kraft, die Flinkheit seiner Angriffe und seine majestätische Autorität. Wegen dieser Tugenden wurde sie auch als Schutzsymbol wahrgenommen. Wenig überraschend finden sich Sphinx-Statuen entlang der Dromoi, als Wächter des Pfades, der Götter zu den Tempeln führt. Seit jeher haben sich Laien wie Historiker die Frage gestellt, wer hat die Sphinx erbaut und warum? Wen repräsentiert sie? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Aber es gibt einige Theorien, wobei manche glaubhafter sind als andere. Eine Theorie geht davon aus, dass Radjedev mit dem Bau der großen Sphinx von Gizeh seinem Vater Cheops huldigen wollte. Der Steintempel auf der Ostseite der Sphinx sei später von seinem Bruder und Nachfolger Chephren hinzugefügt worden, um die göttliche Huldigung des Vaters zu stärken. Damit wäre es der erste nach der Sonne ausgerichtete ägyptische Tempel. Eine andere Theorie besagt, dass die Sphinx von Chephren erbaut wurde und ihn selbst darstellen sollte. Hauptargument dieser Hypothese ist die Tatsache, dass die Kalksteinfundamente für den Hauptteil des Tempels der Sphinx geografisch und architektonisch den vom Taltempel des Chephren ähneln. Einige gehen davon aus, dass Cheops die Sphinx selbst erbauen ließ und dass seine Nachfolger Radjedev und Chephren sie fertigstellten. Diese Annahme basiert auf dem Stil der Gravuren, der Typologie des Nemes-Kopftuchs und dem Fehlen eines Barts zum Zeitpunkt des Baus. Während Ägypten in unserer Rückschau auf Monumente und Statuen eher monochrom erscheint, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass in der Antike alles, wirklich alles mit Farbe versehen war. Die Sonne ließ die Farbpigmente verblassen. Hinzu kam der Sand, das Klima und der unerbittliche Zahn der Zeit. So gingen leider die prächtigen Farben der Sphinx von Gizeh verloren. Dokumente des arabischen Ägyptologen Abd al-Latif al-Baghdadi aus dem 12. Jahrhundert weisen darauf hin, dass zu seiner Zeit noch etwas Rot zu sehen war. Heutzutage sind lediglich in der Nähe der Sphinx Ohren Reste von Rot auszumachen, dazu noch etwas Blau und Gelb auf dem Nemes-Kopftuch, die traditionellen Farben für diesen Kopfschmuck. Die Pigmente für das Rot wurden handgefertigt. Dafür wurden verschiedene Produkte wie Ton, Quarzsand und Hämatitpulver miteinander vermengt. Rot war im alten Ägypten höchst symbolisch. Es war die Farbe des Lebens, aber auch des Todes.
Es konnte den Wüstensand repräsentieren oder die Leuchtkraft der Sonne. Rot wurde auch mit dem Gott Set und damit Rachsucht und Zerstörung assoziiert. Das ägyptische Wort für Rot, Desher, bezeichnet gleichsam die Wüste und die königliche Krone Unterägyptens. In der Kunst war Rot die Farbe, mit denen die Körper von Männern bemalt wurden. Bei Frauen war es Gelb. Möglicherweise gab es in der saitischen Periode, rund 600 Jahre vor Kleopatras Herrschaft, Bestrebungen zur Restaurierung von Farbe. Die Inventarstele 1858, entdeckt von Auguste Mariette, gibt Hinweise darauf. Aus diesem Grund entschied das Team, die komplette Farbpalette zu nutzen, obwohl die Farben der Sphinx zu Kleopatras Zeiten schon verblasst gewesen sein dürften. Die große Sphinx entstammt der 4. Dynastie, ca. 2600 bis 2500 vor unserer Zeit, und ist damit die älteste und größte Sphinx. Die Sphinx wurde aus den Resten eines Kalksteinhügels gehauen, ist 19,8 Meter hoch, 73,2 Meter lang und 14 Meter breit. Um dem imposanten Monument Glanz zu verleihen, wurden nach der ersten Bauphase mehrere Kalksteinblöcke hinzugefügt. Seitdem hat es zahlreiche Versuche gegeben, die Sphinx zu erhalten. Die Darstellung im Spiel nimmt einige Aspekte moderner Erhaltungsversuche auf. Das Team hat sich dazu entschieden, um dem Spieler eine ikonischere Version der Sphinx zu präsentieren. Heute heißt die Sphinx auch Vater des Schreckens. Eine Übersetzung ihres arabischen Namens Abul-Hol, was sich wiederum aus dem koptischen Balhuba ableitet. Die Sphinx wurde an Ort und Stelle aus einem natürlichen Kalksteinhügel gehauen. Der Kopf wurde aus Kalkstein des Mukattam-Plateau gehauen. Der Körper der Statue aus der darunterliegenden Felsschicht. Der Zerfall der Sphinx ist insbesondere der Winderosion und der unterschiedlichen Qualitätsgrade des verwendeten Kalksteins geschuldet. Auch der hohe Natriumanteil im Grundwasser darunter ist ein Faktor, der zum Verfall beiträgt. Der natürliche Untergrund ist durch die schrägen natürlichen Schichten des Sphinxkörpers sichtbar, die dem umgebenden Kalkstein ähneln. Seit der Antike wurde davon ausgegangen, dass sich im Inneren der Sphinx ein geheimes Grab befindet. Die ersten Versuche, die Sphinx zu plündern, sollen bis zur ersten Zwischenzeit zurückgehen. Seitdem wurden zahlreiche Versuche unternommen, die Geheimnisse der Sphinx zu lüften. Das hinterließ Spuren auf dem Monument.
Ein 12 Meter langer und in pharaonischen Zeiten eingerichteter weiterer Eingang im hinteren Teil des Swings weckte Neugierde. Thutmosis IV. Versuchte zwar, ihn zu versiegeln, er wurde aber möglicherweise von Schatzsuchern erneut geöffnet. Er wurde von Howard Weiss wiederentdeckt und kürzlich von Mark Lehner kartiert. Dieser Eingang an der Rückseite des Sphinx führt zu verschiedenen kleineren Höhlen, die sich innerhalb des Körpers der Statue und unter der Oberfläche erstrecken. Das Team hat diese Gelegenheit genutzt, damit ein wenig zu spielen. Während es in den letzten Jahren keine großen Entdeckungen zur Sphinx von Gizeh gegeben hat, tauchen weiterhin Theorien und Hypothesen auf. Ohne eine Bestätigung durch entsprechende archäologische Quellen bleiben sie jedoch nur Theorien. Die erste der wichtigsten Theorien zur Bedeutung des Sphinx von Gizeh besagt, dass die Sphinx ursprünglich eine übergroße Darstellung des Gottes Anubis war. Das Hauptargument ist, dass der Kopf der Sphinx im Vergleich zum Körper unverhältnismäßig groß ist. Die zweite Theorie geht davon aus, dass die Darstellung von zwei Sphinxen auf der Stele von Thutmosis IV. Darauf hindeutet, dass dort eine weitere Steinsphinx gestanden habe, möglicherweise sogar in gepaarter Symmetrie auf der anderen Seite des Nils. Keine der Theorien kann jedoch in irgendeiner Weise verifiziert werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehrere wissenschaftliche Projekte mit neuen Technologien realisiert. Die wichtigsten kamen von Mark Lehner und seinem Team, Spezialisten bei der Untersuchung und Vermessung des Gizeh-Plateaus inklusive des Sphinx-Geländes. Die Kartierung machte die zum Bau der Sphinx verwendeten Materialien sichtbar, aber auch die Erosionsschichten sowie besonders brüchige und schützenswerte Bereiche. Nach einigen Versuchen des Teams, der Sphinx künstlerische Proportionen zu verleihen, wurden diese schließlich stattdessen mithilfe der Fotogrammetrie originalgetreu wiedergegeben. Was die Sphinx von Gizeh während ihres Baus darstellte und wie die Sphinx von den Ägyptern des Neuen Reichs wahrgenommen wurde, sind zwei grundverschiedene Dinge. Ursprünglich eine Darstellung des von der Macht des Löwen durchdrungenen Königs, wurde die Sphinx schließlich direkt als eine Darstellung des Göttlichsten angesehen. Laut einer Theorie glaubten die Könige des Neuen Reiches, dass es die Sphinx von Gizeh war, die den Herrscher von Ägypten erkannte und legitimierte. Obwohl die Sphinx von Gizeh während seiner Regierungszeit teilweise unter Sand begraben war, wusste Amenophis II. Also, dass das Denkmal von großer Bedeutung war. Amenophis II. Errichtete der Sphinx als Horus im Horizont einen Tempel, um Cheops und Chephren, seinen Vorgängern, zu huldigen. Es wurde zur Gewohnheit dieser Dynastie, mit dem königlichen Hof Zeit an der Sphinx zu verbringen. Ihr Heiligtum wurde bekannt als Setepet, die Auserwählte. Der Ägyptologe Mark Lehner glaubte, Amenophis II. Habe eine Statue von sich selbst, die zwischen den Pfoten der Sphinx verankert war und seine Herrschaft legitimieren sollte, neben einer Stele errichtet. Auch viele andere Pharaonen seiner Dynastie, wie Tutanchamun und Ramses II., hinterließen ähnliche Spuren.
Manchmal entfernten sie dafür sogar die Steine von nahegelegenen Tempeln und Pyramiden. Insbesondere der Sohn und Nachfolger von Amenophis II., Thutmosis IV., tat sich in dieser Hinsicht hervor. Während er zwischen den Pfoten der Sphinx schlief, sah der zukünftige Thutmosis IV. In einem Traum den Gott Harmachis, der ihm die Herrschaft über die zwei Länder verkündete. Dies geschah natürlich unter der Bedingung, dass er den Sand, der die Sphinx bedeckte, entfernte, da dieser als Personifizierung des Gottes Wache stand und niemals vom Wüstensand verschluckt werden durfte. Die 15 Tonnen schwere Traumstele, die Thutmosis IV. Zum Gedenken an seinen Traum errichtete, wurde 1818 vom Italiener Giovanni Battista Caviglia entdeckt, als er die Aufgabe übernahm, die Sphinx aus dem Sand zu befreien, der sie wieder einmal bedeckt hatte. Caviglia suchte nach einem Eingang in die Sphinx-Statue, stattdessen aber entdeckte er eine Kapelle im Freien und Stelen zwischen den Pfoten. Es war noch Asche von einer Zeremonie vorhanden. Geschützt durch den Sand stammten sie möglicherweise von den letzten Zeremonien in römischer Zeit. Im selben Jahr entdeckte Caviglia Fragmente des Barts der Sphinx, der wohl während des Neuen Reichs hinzugefügt worden war. Viele dieser Stücke befinden sich in Museen in Kairo. Ein Fragment allerdings wird im British Museum ausgestellt, zusammen mit einem Ureus-Stück, das Teil des Kopfschmucks war. Es wird angenommen, dass dieses Bartfragment dank der Statue von Amenophis II., die sich unter dem Kopf des Sphinx befunden haben soll, erhalten blieb. Eine kulturelle Legende besagt, die Nase des Sphinx von Gizeh sei zu Zeiten von Napoleon Bonaparte durch das Kanonenfeuer französischer Soldaten in der Ausbildung verloren gegangen. Allerdings wurde die Sphinx bereits zuvor auf Stichen ohne Nase dargestellt, was darauf hindeutet, dass sie schon vor der französischen Kampagne entfernt worden war. Die plausibelste Hypothese basiert auf der Forschung des deutschen Historikers Ulrich Harmann. In den 1980er Jahren kompilierte Harmann mittelalterliche Quellen arabischer Autoren. Er entdeckte, dass die Sphinx einst als gutes Omen galt, als Gottheit, die sedimentreiche Überschwemmungen und Ernten unterstützte. Um 1378 konnte ein Sufi mit dem Namen Mohammed Saim el-Dar diese Vision des Denkmals nicht ertragen und brach in einem Bildersturmakt die Nase der Sphinx ab. Den Texten zufolge wurde er für sein Verbrechen zwischen die Beine der Sphinx gehängt und verbrannt.